l'onta di Gesù Cristo che E benedica. risponde. Amen. Cari fratelli e sorelle, nel Signore, oggi celebro, mi sono preparato per la messa votiva intitolata per qualunque necessità. Vorrei chiedere il Signore soprattutto per l'incontro di domenica prossima a Firenze, che chiama molte persone a venire e che lo benedice abbondantemente. Al termine della lettura del libro di Geremia abbiamo sentito: non abbandonarci, o Signore, Dio nostro. È interessante che la frase precedente dice: tu sei in mezzo a noi, o Signore, e il tuo nome santo è stato invocato sopra di noi. Se è così, allora perché la Chiesa non abbandonarci, Signore, se il Signore tra di noi non abbandonarci, Signore? Non è il Signore che ci abbandona. Noi stessi dobbiamo temere di abbandonarlo, di prendere strade sbagliate. La Chiesa è stata fondata da nostro Signore, che le ha promesso: io sono con voi fino alla fine del mondo. Eppure il Signore ha anche detto: ma il figlio dell'uomo quando verrà? Troverà la fede sulla terra? E in effetti lo stiamo sperimentando: la gente perde la fede, si allontana dal Signore e si rivolge a cose vane. Ecco perché dovremmo riformulare la richiesta: non abbandonarci, Signore, e dire: non permettere che ti abbandoniamo e poi ti ritiri tu da noi a causa della nostra infedeltà. Perché il Signore non si impone con forza. Abbiamo sentito nel Vangelo: abbiate fede in Dio. Quando abbiamo fede, accadono grandi miracoli. Gesù ci ha detto che possiamo persino spostare le montagne. Allora, nulla è impossibile. Non sta dicendo che dobbiamo iniziare a pregare ora per far spostare una montagna. Ricordate, cari fratelli e sorelle, quando i giudei chiesero a Gesù: quale segno ti mostrerà che puoi fare questo? Lui scacciava via i venditori. Gesù rispose: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Non stava dicendo che dovevano iniziare a distruggere il tempio ora per mostrare loro che poteva ricostruirlo in 3 giorni, ma per il quale, in 3 giorni, per i quali loro avevano avuto tempo, 46 anni. Voleva dire che la sua risurrezione dopo 3 giorni nel sepolcro era la prova che avrebbe potuto fare anche cosa del genere, se necessario. Signore, noi crediamo che tu farai grandi miracoli in tutto il mondo con noi poveri a Firenze. Grazie, Signore. Liebe Geschwister im Herrn,
Ich habe mich heute auf die Votivmesse in jeglicher Not vorbereitet. Ich möchte der beiden Herren besonders für das Treffen am kommenden Sonntag in Florenz bitten, dass er viele Menschen ruft, zu kommen und dass er dieses Treffen reichlich segnet. Am Schluss der Lesung aus dem Buch Jeremia haben wir heute gehört, verlass uns nicht, Herr, unser Gott. Interessant ist, dass der Satz zuvor sagt, du bist in uns, Herr, und dein heiliger Name ist angerufen über uns. Wenn dem so ist, warum dann die Bitte, verlass uns nicht, Herr? Es ist nicht der Herr, der uns verlassen würde. Wir müssen uns selber fürchten, dass wir ihn verlassen, dass wir falsche Wege gehen. Die Kirche wurde von unserem Herrn gegründet und er hat ihr zugesagt, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Und doch sagte der Herr auch, wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? Und in der Tat, wir erleben es ja, die Menschen verlieren den Glauben, sie wenden sich vom Herrn ab und wenden sich eigenen Dingen zu. Deshalb müssen wir eigentlich die Bitte, verlass uns nicht, Herr, umformulieren und sagen, lass nicht zu, Herr, dass wir dich verlassen und dass du dich dann wegen unserer Untreue von uns zurückziehst. Denn der Herr hängt sich nicht gewaltsam auf. Im Evangelium haben wir gehört, habt Glauben an Gott. Wenn wir Glauben haben, geschehen große Wunder. Jesus sagt uns, dass wir sogar Berge drücken können. Nichts ist dann unmöglich. Damit will er nicht sagen, dass wir jetzt zu beten beginnen sollten, dass sich ein Berg verrückt. Bedenkt, liebe Brüder und Schwestern, als die Juden Jesus fragten, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst, nämlich dass er die Händler aus dem Tempel rausgetrieben und gehackt und die Tische umgestoßen hat, da antwortete Jesus, reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Jesus wollte damit nicht sagen, dass wir jetzt beginnen sollten, den Tempel niederzureißen, um ihnen dann zu zeigen, dass er ihn in 3 Tagen aufbauen kann, wofür sie 46 Jahre gebraucht haben. Er wollte sagen, dass seine Auferstehung nach 3 Tagen im Grab ein Beweis dafür ist, dass er so etwas, wenn es notwendig wäre, tun kann. Herr, wir glauben, dass du mit uns schwachen Menschen in Florenz große Wunder in der ganzen Welt vollbringen wirst. Danke. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.